Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sailing World am Mittwoch. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und wir sind stehen geblieben in der letzten Folge beim PvP. Da habe ich allerdings noch nicht weitergemacht. Ich gebe erstmal meine 30k hier aus. Die brauche ich nämlich langsam. Ich sammle zurzeit ganz viele von diesen lila Kristallen. Achso. Das war's schon. Ich kann nur 10.000 annehmen. Also 10.000 ausgeben. Ja, weil ich brauche nächste Zeit ziemlich viele Kristalle, denke ich. Deswegen sammle ich die so ein bisschen. So, wir sind im PvP angekommen. Mein erstes Opfer wird Brango sein. Ich hoffe, dass ich ein Opfer nennen darf. Vorausgesetzt, ich kriege ihn halt kaputt. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür. Und wir gucken einfach mal, was der so... Scheiße, jetzt habe ich zu weit vorne angefangen. Das war richtig blöd. Vor allen Dingen im PvP ist das richtig tödlich. So, wir treten an gegen Ace, Whitebeard, Lau, Ray und Enel. Das ist eigentlich eine verdammt gute Combo im Team. Deswegen wird es für mich auch sehr, sehr schwer sein, gegen die halt anzukommen. Da kann ich wirklich nur mit ein bisschen Raffinesse die Leute schlagen. Gut, dass ich meinen Ray damit habe. Meine Heroinami hat leider schon den Geist aufgegeben. Das Blöde ist, dass er halt einen Heiler hat und gegen Heiler zu spielen ist für einen Full-DD halt immer so eine bisschen schwere Sache, weil ihr seht ja schon, der Lau ist auf 6, das heißt, er hat schon... Was war das denn? Hat schon eine gewisse Stärke, was das Heilen angeht und ihr seht, zwei seiner Leute habe ich jetzt gerade eliminiert und jetzt ist auch noch mein Tank down gegangen, was ein richtig schlechtes Bild auf mein Team wirft gerade. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich hoffe nur, dass mein Ray jetzt so langsam auf die Ulti kommt, dass ich den wieder neu rausziehen kann. Damit ist auch mein Stunner weg. Das ist jetzt doppeltes Problem, wenn ich jetzt nicht zwei seiner Viecher wegknalle. Okay, ein. Jetzt muss ich zusehen, dass ich ratzfatz seinen Whitebeard wegkriege. Der ist eigentlich gar kein Problem. Der fällt eigentlich relativ schnell. Das Problem ist, er geht richtig übel schnell auf seine Ulti. Und wenn ich jetzt versage, so wie es jetzt gerade der Fall ist, werde ich wohl nicht mehr schaffen, ihn zu besiegen. Nein, nicht mit einem kleinen Multiplikator. Das ist jetzt richtig böse. Verloren. Schade. Hätte klappen können, aber ich werde ihn gleich nochmal versuchen. Der hat mich nicht zum letzten Mal gesehen. Was ist denn hier los? Ich habe beim letzten Mal vergessen, die ganzen Kisten zu verkaufen. Komm, verkaufen wir den auch direkt mal mit. Dann muss ich das gleich wieder auflösen. So, ich sehe gerade, ich habe ganz viele blaue. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich da vielleicht ein paar Sachen miteinander verbinden kann, damit ich wieder ein bisschen Platz hier im Inventar kriege. Das ist ja schlimm. Wir gucken mal, dass wir hier bei der Evolution ein bisschen was machen können. So. Ach komm. Ja, wir können auf jeden Fall ein Zorro ein bisschen höher machen hier. Das ist doch schon mal schön. Es gibt wieder zwei neue Plätze. Was haben wir noch? Ein Ruffy auf Lila bringen. Ist auch schön. Ich ziehe in letzter Zeit sowieso nur hier diese Boxer. Das ist unglaublich. Also Tanks quasi. So, als nächstes. Was können wir noch miteinander verbinden? Ich sehe gerade, wir haben hier ein paar von denen. Dann würde ich sagen, verbinden wir die auch mal miteinander. Ich sammle auch eigentlich nur noch die blauen Karten. Ich weiß, dass man normalerweise könnte man quasi noch mehr farmen von denen, wenn man jetzt jeden Tag diese Bosskämpfe macht. Also nicht diese normalen Bosskämpfe, sondern da, wo man halt die Strohpiraten halt rauskriegt. Aber zurzeit, ich komme einfach nicht dazu. Das ist einfach so. Ich habe einfach keine Zeit. Ich habe leider so viel zu tun. Deswegen hink ich auch so ein bisschen hinterher. Ich bräuchte normalerweise ein paar Schwertkämpfer, damit ich Vista hier mal hochziehen kann. Ich habe hier so viele Vistas drauf rumliegen, das ist unglaublich. Vistas, Markus, ich habe alles Mögliche hier rumfliegen. Ist natürlich auf eine Art sehr cool. Ne, hier habe ich zum Beispiel auch einen Garb. Ich müsste auch bald meinen zweiten Garb fertig haben, hoffe ich jedenfalls. Und dann geht der nämlich auch in die nächste Phase. Ne, dann wird er auf 4 gehen. Und ich denke mal, da wird er richtig übelst krass werden. Ich kann ja mal gucken. Vielleicht kann ich den Garb jetzt schon herstellen. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten ich zurzeit von ihm habe. Ich farm den eigentlich schon ziemlich lange. Ich könnte hier einen blauen Fasan könnte ich herstellen. Aber, naja.
Davon bräuchte ich eigentlich zwei, theoretisch. Kizaru könnte ich auch herstellen. Zweiten. Den habe ich jetzt gestern erst zerlegt, um mal zu gucken, was dabei rausspringt. Hier könnte ich noch einen Vista machen. Einen Jutsu könnte ich. Theoretisch. Aber mein Garb, wo ist mein Garb? Garb. Wie viele Karten habe ich denn von Garb? Wo ist denn Garb? Garb müsste weiter oben sein. Habe ich ihn jetzt übersehen? Oh, mein Ray ist auch fast so weit, dass ich ihn zusammenstellen kann. Das ist natürlich schön. Hier von Garb habe ich jetzt 49. Das ist natürlich auch keine 100. Aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Ne? Wir sind kurz davor. Ich guck mal eben, wie viele Jutsu ich habe und was war das andere, was ich noch habe? Jutsu und irgendwas habe ich noch gesehen. Ach ja, blaue Fasan. Gucken wir nochmal. So, wie viele Jutsus habe ich denn? Ich habe... Nicht ein! Ach ja, stimmt, ich habe mich ja letztens erst hochgefahren. So, jetzt gucken wir mal nach blauer Fasan. Wie viele haben wir von denen? Hier oben ist keiner. Hier ist auch keiner. Eins. Ja, die muss ich auch erst wieder komplett sammeln. Das ist... Markus, wie viele Markus habe ich denn? Ich habe eins, zwei Markus, drei, vier Markus habe ich. Warum mache ich den dann eigentlich nicht hoch? Machen wir hier mal einen Schlüssel raus. So, Marco. Machen wir den direkt mal auf Level 9. Das ist natürlich... Oh. Dafür muss ich natürlich erstmal das Partnerlevel wieder hochziehen. Ich weiß gar nicht, bei wem ist denn... Der ist bei... Ah, okay. Der ist bei blauer Fasan drin als Partner. Da müssen wir jetzt aber erstmal das Bound-Level ein bisschen höher ziehen. So, jetzt haben wir den auf 14. Jetzt müsste der rein theoretisch, dürfte ich den jetzt evolutionieren dürfen. Das ist natürlich perfekt, ne? Ihn als Partner. Stufe 9 habe ich denn jetzt. Das ist natürlich übelst krass. Ich weiß gar nicht, ob man Marco auch auf Gold ziehen kann. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich bin schon überlegen, ob ich lieber die Leute rein tue, weil die sind jetzt schon auf 9. Aber die sind halt nicht so stark, ne? Wo habe ich den denn? Wird jetzt hier gar nicht mehr aufgeführt? Oder ist der jetzt ganz unten? Ja, anscheinend kann man Marco nicht auf Gold bringen, was ich natürlich ein bisschen schade finde. Aber man kann halt zurzeit nur ein paar Ausgewählte halt auf Gold bringen, aber so ist das, ne? So ist das. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass wir Marco auf 9 haben. Da kann ich da gleich meine ganzen Früchte halt reinprügeln. Aber ich glaube, Nami, ich weiß nicht, ob ich Nami jetzt schon voll habe. Weiß ich gar nicht. Da muss ich gleich mal erstmal gucken. Sammeln wir erstmal die Früchte ein. Dann wissen wir es gleich auf jeden Fall mit Bestimmtheit. Eigentlich kann ich hier jetzt alles reinhauen. Thronkampf habe ich fertig. Ich habe Apple Down fertig. Dann können wir jetzt hier eigentlich alles reinschrödern, was wir nicht mehr brauchen. Können wir auch schön auf Automatik lassen. Das ist, macht schon mal viel aus. So. Und dann hoffen wir gleich mal, dass wir beim PvP auf jeden Fall noch ein paar Leute platt kriegen. Ihr wisst ja, 5 Kämpfe braucht man ja am Tag, ne? Um die kompletten Punkte zu bekommen bei der... Bei dem Dings hier, bei der Union. Sollte man auf jeden Fall... nicht außer Acht lassen. So schneller die Union levelt, umso schneller kann man zum Beispiel Vista farmen. Ihr seht ja, wie schnell das geht. Vista habe ich jetzt schon sehr, sehr hoch. Deswegen muss ich auch mal zusehen, dass ich die ganzen Schwertkämpfer mal sammle, weil mir geht das langsam echt auf den Senkel. Ich könnte Vista jetzt schon längst auf, was weiß ich, auf 7 hochziehen und dann wäre das der perfekte Partner für meinen Zorro. Das wäre natürlich ideal, ne? Weil der ist nämlich der beste ATK-Partner. Ich meine, ich fütter den ja schon immer, ne? Aber wenn ich den wieder ein paar Level hochziehe, dann wird er natürlich noch mehr Futter brauchen. Und dann muss ich auch langsam mal zusehen, dass ich dann mal nicht mal einen Tag hinsetze und mal ein bisschen Futter kaufe. Damit die mal schneller vollgefüttert sind, weil mittlerweile kann ich das Futter ja quasi so farmen. Ja, das macht ja gar nichts aus. Aber ich mache ja am Tag ziemlich, ziemlich viele Punkte. Im PvP.
Ne? Ja, hier Nami ist noch nicht voll, deswegen packen wir erstmal die Früchte bei Nami rein. Ich will nämlich endlich auf Max-Level haben. Das fehlt mir nämlich total. So 200.000 Punkte fehlen noch, bis auf Level 110. Dann werden wir nämlich gleich im PvP auch besser dastehen. Sowieso, weil wir jetzt der Marco auf 9 haben. Ich glaube, heute werde ich nochmal eine extra Tour Früchte farmen. Und damit meine Charaktere hochziehen. Ist vielleicht gar nicht mal so eine dumme Idee. Ich habe eh noch ein bisschen Energie. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier die PvP-Arena gleich mal richtig schön aufräumen. Sollte aber nicht so das Problem sein. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die goldene Insel gleich fertig. Ich meine, ihr habt es natürlich schön, dass ihr jetzt quasi die ganzen goldenen Charaktere auch mal bei mir im Einsatz seht. Also wie als Partner, sowie auch als Gegner. Da könnt ihr euch mal so ausmalen, wie stark denn diese Orange oder Gold, wie ihr es halt nennen wollt, Partner halt sind. Die haben schon ziemlich starke Werte. Das ist teilweise so abartig. Ne? Allein schon der Speed, den teilweise zum Beispiel Enel hat. Ich habe sogar schon Bilder gesehen von Enel auf Orange. Ja, mit irgendwas mit, was weiß ich, wie viel Speed, dass der Balken aus dieser Werteskala halt ausgebrochen ist. Ne? Dann habt ihr einen längeren Balken, als überhaupt die Leiste lang ist. Das sieht natürlich ziemlich cool aus. Ich weiß gar nicht, wie viel Speed hatte der? 1 Million irgendwas. Und das für Enel. Ja, so viel hat noch nicht mal mein blauer Fasan, ja, als Speed. Das ist schon Wahnsinn. So. Jetzt nochmal hier zweimal Futter organisieren. Da können wir nämlich Nami gleich mit füttern. Weil jetzt, wo die nämlich ein paar Level höher ist, braucht die wieder mehr Futter. Jedenfalls ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob es... Also 100 wird es nicht sein. Aber ich denke mal so 20, 30 MATK-Punkte kann man, glaube ich, mehr verteilen. Also 20, 30 Mal. Wäre dann pro 10 ATK mehr. Das ist natürlich dann schon schön. Also ihr seht schon, wenn man, das darf man auf jeden Fall nicht vernachlässigen, das Füttern von euren Charakteren. Weil das macht eine Menge aus. Das macht eine super krasse Menge aus. Wenn die voll gefüttert sind, dann machen die fast das Doppelte an Schaden hier. Ja, vielleicht nicht ganz das Doppelte, aber es macht einen Großteil aus. Genauso wie Steine und. Ich werde auch immer wieder gefragt, welche Steine soll ich in meinen Charakteren reintun. Das ist immer so eine Sache. Ich würde euch raten, auf jeden Fall das immer so ein bisschen auszugleichen. Kommt drauf an, welche Früchte ihr drin habt. Dann könnt ihr bei den Steinen auch mal auf vielleicht auch andere Werte gehen. Oder die Werte, die ihr drin habt, halt noch steigern. Da müsst ihr aber selber so ein bisschen mal gucken. Weil ich kann das jetzt nicht für jeden Charakter machen. Ich habe so Grundbausteine, da ist eigentlich alles drin. Ja, ich habe einen Tank, ich habe DDs, ich habe einen Stunner. Okay, einen Heiler habe ich jetzt nicht drin. Aber... Ja, aber einen Heiler brauche ich halt zurzeit nicht. Aber da müsst ihr halt so ein bisschen gucken. Ich schreibe euch natürlich, wenn ihr mir schreibt, auf YouTube zum Beispiel, dass ihr, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne tun. Ich werde es natürlich in meinem Wissen, was ich über das Spiel halt so habe, werde ich euch das natürlich mitteilen. So ist es ja nicht. Mir macht es ja auch Spaß, mit euch zu reden. Beziehungsweise zu schreiben. Ne? Habe ich kein Problem mit. Ich freue mich auf jeden Fall immer darüber, wenn ihr mir schreibt. Ich versuche das ja auch alles hier so ein bisschen professionell aufzuziehen. Ich habe ja schon gesehen, dass viele... es gibt ja schon ein paar Let's Player, die Videos machen zu The Sailing World, die aber zum Beispiel nicht so weit sind wie ich oder keine Ahnung haben oder nicht wirklich was erzählen. Die machen einfach nur Videos, ohne dass da jemand quatscht, so wie bei mir. Ich habe ja sogar noch ein Facecam dabei. Ja, ihr seht mich quasi zu Angesicht. Natürlich noch ganz anders, ne? So, aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute wieder. In der nächsten Folge gibt's dann den restlichen PvP-Kampf.
Bosse müssen wir auch noch hier farmen und dann sehen wir uns wieder am Freitag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.